Hallo und willkommen, liebe Freunde, bei Weitblick. Asien ist der Kontinent der Zukunft. Was dort geschieht und welchen Einfluss das Christentum bekommt, das kann uns auch hier in Europa nicht gleichgültig sein. Auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg sprachen Bischöfe und andere Fachleute über dieses Thema. Sehen Sie jetzt den bewegenden ersten Teil dieser Diskussion mit dem Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Sen, und dem 86-jährigen Priester Petrus Han, der über seine Zeit im Straflager unter Mao spricht. Moderator ist Martin Lohmann. I start speaking about Hong Kong. You know, the 1st July 97, something very strange happened. While the whole world was freed from communism, we were going under the communist regime. Ich spreche hier als Bischof von Hongkong. Am 1. Juli 1997 ist etwas Seltsames passiert. Die ganze Welt hat sich seit 89 vom Kommunismus gelöst und wir sind dann praktisch hinuntergerutscht wieder unter kommunistische Herrschaft. Now, the Hong Kong depends, belongs to China, so it is fair and right that it should go back to China. But unfortunately, the China now is the communist China, with a totalitarian regime, and we remember also the Cultural Revolution and Tiananmen Square. And so there was distress, and so many people from Hong Kong tried to emigrate as well. Hongkong gehörte immer zu China bis zum ersten Opiumkrieg und so war es gut und recht, dass es 97 wieder mit China vereinigt wurde, aber natürlich unter dem kommunistischen System. Und wir haben ja sehr Schmerzliches erfahren bei dem Massaker auf dem Tiananmenplatz 1989, gegen das man in Hongkong sehr lautstark protestiert hat und immer noch Gedenkfeiern hält. Und so haben wir uns daran gewöhnt, mit dieser Situation, schwierigen Situation zu leben. But the great majority could not emigrate, and also we church people, we chose to stay, and also encouraged by some hope, because the regime promised that we would enjoy one country, two systems, high degree of autonomy, and the Hong Kong people would rule Hong Kong. Vor 1997 sind viele reichere Hongkonger ausgewandert, aber die meisten Leute konnten natürlich nicht, die sind geblieben. Und wir hatten natürlich auch Hoffnung, dass man hat uns ja Sonderstatus zugesichert. Und so leben wir in dieser Übergangssituation. The Communist Party want to control everything and to control the church. They had the pretext that the church was under influence of the imperialists. Die Kommunisten wollen natürlich alles kontrollieren und sie werfen der Kirche nach wie vor, wir nur Agenten von ausländischen Mächten, westlichen Mächten zu sein. But by time they went, they came to power, the church was very much different from the time of the imperialists. And so unfortunately, all the faithful bishops, priests and faithful, they went to prison and for many years. Die kirchliche Situation hatte sich 1950 bei der kommunistischen Machtübernahme sehr geändert von den imperialistischen Zeiten im 19. Jahrhundert. Und die Katholiken waren sehr kirchentreu geworden, deshalb sind auch so viele gleich ins Gefängnis gewandert. And there was a part of the church who believed that some compromise may be good, and they stayed in the churches open, but then with the Cultural Revolution, everybody was put in prison and all the churches closed. In den 50er Jahren hat die chinesische Regierung sich bemüht, die Kirchenführer von Rom abspenstig zu machen, also eine schismatische Nationalkirche zu entwickeln. Es kam zu schismatischen Bischofsweihen Ende der 50er Jahre und natürlich eine Reihe auch von Klerikern haben da mit der Regierung mitgearbeitet. Das hat sich aber sofort geändert in der kulturellen Revolution von 1966 bis 1976. Da wurde alle Religion abgeschafft. Und auch die, die bis dahin mitgearbeitet hatten, die Kleriker, wurden ins Gefängnis gesteckt für Jahre. After the Cultural Revolution, everybody started coming out of the prison, and those who were faithful to be part of the Catholic Church, they went underground.
Nach der Kulturrevolution hat man die Leute aus den Gefängnissen entlassen und die, die lange inhaftiert waren, die gingen dann nach Hause und gingen in die Untergrundkirche. Sie haben also kirchliche Präsenz im Geheimen weitergelebt, in Gottesdienst und Katechese. Und die anderen, die mitgearbeitet hatten, die bildeten dann die sogenannte offizielle oder öffentliche Kirche und die also nach außen hin mehr sichtbar ist als die Untergrundkirche. It was big consolation for us to be able to meet this our conference, the living martyrs. Es war für uns ein großer Trost, solche die lebenden Märtyrer zu treffen, die so lange im Gefängnis waren, vor allen Dingen auch aus der Untergrundkirche. But the others went back to the church. They had a certain freedom. But still with many limitations from the government. Die Vertreter der sogenannten offiziellen Kirche, die haben natürlich, konnten jetzt wieder Gottesdienste halten und unter Überwachung auch zum Beispiel kirchliche Bibel drucken, Gebetbücher, liturgische Bücher drucken, aber sie leben nach wie vor unter strenger Überwachung. You know all about the Tiananmen Square, but immediately after that, we still took the initiative to go into China and to teach in different seminaries. Sie wissen alle noch von diesem Massaker am Tiananmen Square 1989. Trotzdem war es uns möglich, danach weit in die 90er Jahre Kontakt aufzunehmen mit der vor allen Dingen offiziellen Kirche und in Seminarien dort zu dozieren. For 7 years I could work in China, 6 months a year, teaching in the different seminaries, and during that period I could know much reality of the church in China. Ich selber hatte die Gelegenheit für 7 Jahre, 89 bis 96, jeweils ein halbes Jahr an chinesischen Seminarien in verschiedenen großen Städten, Beijing, Xi'an, Shanghai und so weiter, zu dozieren und hatte die Gelegenheit eben, die kirchliche Situation sehr intensiv zu studieren. But unfortunately, the situation is not always improving. Sometimes it's one step forward and two steps backward. In China geht es nicht immer vorwärts, manchmal geht es einen Schritt vorwärts und dann wieder 2 Schritte zurück und vor allen Dingen, was den Stand der Kirche angeht. Especially during the canonization of the martyrs in China, the persecution was even more fierce. Die chinesische Regierung war sehr aufgebracht über die Heiligsprechung von 120 Märtyrern aus den letzten 3 Jahrhunderten am 1. Oktober 2003. Das war das Fest der Heiligen Therese von Lisieux, Patron der Missionen, aber auch der Gedenktag der Machtübernahme 1949. Und das haben sie uns sehr fühlen lassen in unangenehmer Weise. We have reason to be hopeful because with patience and determination, our clergy now achieved to impose the candidate for being bishop appointed by Rome. Wir haben trotzdem große Grund auf Hoffnung und Optimismus, denn es ist vor allen Dingen dem jüngeren Klerus gelungen, inzwischen bei der Regierung durchzusetzen, dass neue Bischöfe zuerst von Rom ernannt werden oder zumindest von Rom bestätigt werden. Und sie bestehen darauf, dass sie sich nicht zu Bischöfen weihen lassen, ohne diese Bestätigung seitens des Heiligen Stuhls. They succeeded in many places, but still with some threat from the government, but in the recent cases of Shanghai and Xi'an, the government was more tolerant. Es gab da trotzdem noch den Versuch der Regierung vor 2 Jahren, also ohne Bestätigung von Rom, Weihen vornehmen zu lassen, aber das hat so viel Aufsehen erregt, dass man in den beiden letzten Fällen in Shanghai und Xi'an nicht mehr drauf bestanden hat, sondern die Regierung hat danach gegeben. Surely you must be interested in knowing how other things going on between the Vatican and Beijing. Sie sind natürlich daran interessiert zu wissen, wie die Verhandlungssituation zwischen dem Vatikan und der chinesischen Regierung zurzeit liegt. I'm sorry, I don't know anything in this moment, but surely now the Pope appoints me to be a cardinal. Surely he wants to hear the voice of the Chinese bishops. Ich kann darüber nicht sehr viel sagen, aber meine Ernennung zum Kardinal seitens des Papst Benedikt XVI. Ist ein deutliches Zeichen, dass er der chinesischen Kirche sehr große Beachtung und Bedeutung zuweist. Just 2 days ago, some
bad comments came from some representative of the church in China. Vor ein paar Tagen erfolgte sehr schlechte Kommentare zu dieser Ernennung zum Kardinal seitens des Vizepräsidenten der Vereinigung der patriotischen Vereinigung der Kirche, und er hat sich feindselig ausgedrückt. But I hope that was not necessarily the idea of our leaders in China. So I hope in the future we may have some progress in this regard. Ich glaube, dass es nicht notwendig wirklich die Meinung der katholischen Führer in China war, und dass wir hoffen können, dass da Fortschritt gemacht wird. Zum Beispiel sowohl die Bischofskonferenz wie die Patriotische Vereinigung haben zurzeit keinen Vorsitzenden, weil die Regierung niemand findet, der diesen Posten wirklich nach ihrem Willen ausfüllen würde. Thank you for your patience. Herzlichen Dank für's. Wir kommen jetzt zu einem anderen Glaubenszeugen, einem Märtyrer unserer Zeit, könnte man sagen. Petrus Hahn hat die Kulturrevolution, von der wir eben gehört haben, selber miterlebt. Er hat im Strafgefangenenlager gesessen. Er ist smarte 86 Jahre alt und wird nun... Und wird uns nun ein bisschen Einblick nehmen lassen in das Leben eines großen Glaubenszeugen. Ich bin Peter Hahn, der Priester Peter Hahn. Ich bin, das hat er schon gesagt, 86 Jahre alt, 1946 geweiht worden. Und dann 1949 bin ich weggegangen, als die Kommunisten übernommen haben. Ich bin nach Hongkong. Und von dort wurde ich aber wieder zurückgeschickt. Der Bischof meinte, in der Heimat in China braucht es Leute, die sich für die Herde verantwortlich fühlen. Also in China zurück, er wurde festgenommen und dann in die Haft genommen, in Einzelhaft. Und wie gesagt, er war einer der schwierigen Gefangenen, weil man ihn verdächtigt hat, eben konterrevolutionär tätig gewesen zu sein. Und die Haft war sehr streng, dass sie wurden schikaniert. Eine traurige Lage. 最后经过八年的这个囚禁生活，在没有经过任何审判的程序，也不给上诉的机会，就给了我一个判决书。我被判以反革命罪20年的有期徒刑，并送到劳改煤矿强制劳动改造。 Also nach diesen 8 Jahren, wie gesagt, er hat ja keine Verurteilung, nichts gehabt. Ist wohl ständig verhört worden, aber keine richtige Verurteilung. Und daraufhin hat man dann ihm eine Verurteilung gegeben. Für 20 Jahre soll er eingesperrt werden. Und er wurde als seine Schuld, wurde als dass er konterrevolutionär ist, wurde ihm angegeben, also ein politischer Häftling. Er wurde dann von dieser Einzelhaft in das Arbeitslager geschickt, in eine Grube. Und dort hat natürlich keine Erfahrung, nichts gehabt, war außerdem sehr geschwächt. Und da musste er auch allerhand Schikanen durchmachen. Der Wärter dort hat ihn immer ausgeschimpft, nicht, und ihn auch geschlagen.
Also in diesem Arbeitslager, in diesem im Bergwerk, einmal musste er intensiv arbeiten und dann sollte er umerzogen werden. Jeden Tag musste er politische Indoktrination, also die Gehirnwäsche durchmachen. Und wie gesagt, das hat alles an ihm sehr gezehrt. 1978, da war die Kulturrevolution schon vorbei, da wurde es etwas besser. Und wie gesagt, er hat sich immer gut verhalten dort und die ganze Haltung dieser Kader zu ihm hat sich geändert von Feindseligkeit allmählich zu Mitleid und dann auch zu Respekt, weil er hat sich nicht gewehrt und da keinen Protest gemacht und insofern wurde dann die Lage etwas besser für ihn. Am Schluss kam es dann dazu, dass er so, wie gesagt, einreichen konnte, dass man ihn dann sozusagen rehabilitiert hat und nicht nur das, die 20 Jahre wurden ihm, musste er nicht voll absitzen. Er wurde also 4 Monate wurden ihm geschenkt und dann wurde er wieder freigelassen. 1984年，我在度过了19年两个月的戒严生活以后，我被无罪释放，重新回到教会去工作。 Also nach diesen etwas über 19 Jahren hat man ihn freigestellt und da konnte er wieder in die kirchliche Arbeit zurückkehren. 亲爱的兄弟姐妹们，我个人的经历，仅仅是整个宗教会走出迫害的一个缩影。 Das war eine ganz kostbare Erfahrung für ihn, nicht? Diese Unfreiheit und diese Schikanierung, die er durchgemacht hat, und dann hier wieder die Freiheit wieder zu erfahren. Und indirekt ist er dafür sogar dankbar. Ich möchte den Organisatoren dieser großen Konferenz hier ganz herzlich danken, dass sie mich eingeladen haben, diese Gelegenheit gegeben haben, hierher zu kommen und auch dem China-Zentrum, das mir geholfen hat, diese Reise nach Europa zu tun. Und ich möchte Sie ganz alle herzlich einladen, wenn Sie mal Gelegenheit haben, nach China zu kommen und uns dort unsere Kirche, wie sie jetzt ist, zu erfahren. Vielen herzlichen Dank an alle. Bischof Wenceslav Padilla sitzt neben Petrus Han. Er steht nicht im Programm, er kommt aus der Mongolei. You speak only English. I heard about? We didn't met before. Chinese. Ja, yeah. Chinese, okay. Chinese you speak also, but there are not so many people to understand Chinese. Yeah. A few, but not all of them. But all of them are Catholic and they are strong in the hope with you. So what is the situation in your country for the Christian people there in the Mongolia?
So I come from Mongolia, but I am from the Philippines, of course. Ich bin von den Philippinen, aber bin zurzeit Bischof in der Mongolei. So when I arrived in Mongolia, I was with the other two missionaries of the CICM, Congregatio Immaculati Cordis Mariae. One is from Belgium and another one from the Philippines, like myself. Als ich in der Mongolei ankam, waren wir zu dritt, zwei Marianisten von Belgien und so haben wir also die Arbeit begonnen. So the situation at the time was still very poor, and Mongolia was very poor because the Russians who have been contributory to the development of Mongolia has gone away. Die Mongolei war sehr arm. Die Russen haben zwar kontrolliert, aber praktisch sehr wenig beigetragen zum wirtschaftlichen Aufbau des Landes. For me it was a very difficult adjustment because I come from the Philippines and then I was in Taiwan for 15 years and I was already enjoying a sophisticated life. But when I went to Mongolia, it was going back to underdevelopment. Also ich kam von den Philippinen und die sind natürlich stark an Amerika angeschlossen und kennen moderne Zivilisation. Dann habe ich 15 Jahre in Taiwan gelebt und gearbeitet. Und als ich nach in die Mongolei kam, da ging es wirklich primitiv zu. We had some money in our belts, in our pockets, but we were not able to find commodities for our sustenance. So at the very beginning of our mission life there, I was thinking that it was a time for survival. Wir hatten zwar etwas Geld in der Tasche, aber wir konnten kaum etwas dafür kaufen, für unser Überleben. Und so war es zuerst mal wirklich ein Kampf ums Überleben. Of course, times have changed now. Die Zeit hat sich geändert in der Zwischenzeit. Because when our Russian brothers and sisters left Mongolia, Mongolia has spearheaded to market economy and democracy. Wenn unsere russischen Brüder und Schwestern, sagt er sehr schön, die Mongolei verlassen haben, da haben die Mongolen die Wirtschaft in die Hand genommen und haben sie wieder auf Trab gebracht. And that's how we entered. That's how we entered Mongolia, because the Mongolian government started or initiated diplomatic relations with the Vatican. Die mongolische Regierung hatte unter anderem dann auch diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan aufgenommen. Ja. And I think they are very smart, the Mongolian government, because they know that the Vatican is a very small city-state, but with a very wide international influence. Ich glaube, die mongolische Regierung ist sehr klug und geschickt. Sie wissen, dass zwar nur der Vatikan ein kleiner Stadtstaat ist, aber mit weiten internationalen Beziehungen und Einflussmöglichkeiten. So, when we arrived there, the Catholicism or Christianity was very low. The Protestants entered first 2 years ahead of us, and with our arrival there in Mongolia in 1992, that was the only time that Catholicism was present. So we started really from zero. Wir haben in der katholischen Mission wirklich von null angefangen. Die Protestanten waren etwa 2 Jahre vor uns da, aber inzwischen hat sich etwas getan. Ja. From zero, that means that no church structures, no local Mongolian Catholics. Null anfangen, das heißt, wir hatten praktisch keine Katholiken und vor allen Dingen auch keine Kirchenstruktur, die wir dann aufbauen mussten. Yes, so many Catholics now, 300 Jetzt only. Haben wir 300 Katholiken in der Mongolei, immerhin. And then I think we have more missionaries than Catholics. We are now around 56 missionaries from 14 nationalities and from 9 congregations. Wir sind inzwischen 56 Missionare von 14 Ländern und 9 verschiedenen religiösen Genossenschaften. I'm still proud that we have already that number of Catholics because we, our church, as I often call it, it is a baby church, an infant church. Because it's only
14 years old. Unsere Kirche ist nur 14 Jahre alt, ich nenne sie eine Barbie-Kirche, ja? Und, aber trotzdem, wir sind sehr stolz auf den Erfolg. Okay, but there is, I hope, one more thing. One more? There is one hope, there is a great hope that, the church is moving onwards. And thanks to the help of funding organizations and the prayers of all Catholics all over the world who know about the existence of the Mongolian Church, we are deeply grateful for the help that Church in Need has been pouring into the Mongolian mission since 1996 up to the present. Wir sind sehr optimistisch über den Fortschritt der katholischen Kirche, der natürlich nur möglich war durch die Unterstützung seitens so vieler Hilfswerke in den westlichen Ländern. Dafür sind wir sehr dankbar. And because of this, I think this year we might be having around 80 to 100 new baptisms. Wir erwarten in diesem Jahr etwa 80 bis 100 neue Konversionen oder Taufen zu haben. Weitere Informationen, wie Sie notleidenden und verfolgten Menschen helfen können, erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern.